Es ist ja bekannt geworden, dass Warren Buffett 50% seiner Apple-Aktien verkauft hat und auf hohen Cash-Beständen sitzt. Ein Teil seines Cashs hat er jetzt in ein neues Unternehmen investiert. Er kauft 699.000 Stücke von Ulta Beauty, also im Umfang von 266,3 Millionen US-Dollar steigt Warren Buffett in das Unternehmen ein. Ich habe mir für euch einmal die Erfolgsgeschichte hinter Ulta Beauty angesehen und herausgearbeitet, warum Warren Buffett gerade hier jetzt einsteigt. Also, legen wir los. Bevor wir der Frage nachgehen, warum Warren Buffett in Ulta Beauty investiert hat, müssen wir uns erst einmal gemeinsam anschauen, was macht Ulta Beauty überhaupt und wer ist dieses Unternehmen. Das Unternehmen gibt es bereits seit 1990 und es ist einer der größten Einzelhändler für Schönheitsprodukte in den USA. Sie haben mehr als 1300 Geschäfte in allen 50 Bundesstaaten. Also das ist schon wirklich sehr, sehr verbreitet und schon extrem groß. Es geht hauptsächlich um Produkte und Dienstleistungen rund um Hautpflege, um Make-up, um Parfüms, um Friseurdienstleistungen, also alles, was mit Beauty zu tun hat. Und viele von euch werden sich jetzt fragen, ja, das ist ja nichts Neues. Nee, es ist nichts Neues, aber was sie gut machen, es ist eine Kombination von Massen- und Prestigemarken. Also wenn du in einen Store von Ulta Beauty gehst, dann findest du wirklich das gesamte Sortiment von Discount-Marken bis absoluten Prestige-Marken. Also es ist eigentlich ein One-Stop-Shop für alle Beauty-Bedürfnisse, die eine Person hat. Und das macht Ulta Beauty so stark, denn wenn du in diesen Shop gehst, findest du wirklich alles. Und das macht sie vor allem auch in Krisen etwas resistenter, denn es ist nicht nur so, dass sie nur Prestige-Marken haben, wo zum Beispiel in Krisenzeiten oder in Zeiten hoher Inflation, wo die Menschen etwas weniger Geld ausgeben möchten, dann diese Shops meiden und eher zu Discountern gehen, sondern sie haben beides in ihren Shops. Deshalb macht das hier extrem viel Sinn und mit dieser Strategie fährt Ulta Beauty extrem gut. Wie gut, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also Ulta Beauty hat sich in den vergangenen Jahren extrem gut entwickelt. Ein Aspekt, der Ulta Beauty in den letzten Jahren besonders bemerkenswert gemacht hat, ist das beeindruckende Gewinnwachstum. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, im Jahr 2017 lag der Gewinn pro Aktie bei $6,52. Bis 2023 hat sich dieser Betrag fast vervierfacht, also ging auf satte 23,94 US-Dollar. Und das ist längst nicht alles, nämlich die Analysten erwarten auch weiterhin Wachstum für 24,25. Das soll hochgehen bis auf 25,50 US-Dollar pro Aktie, beziehungsweise bis auf 27,03 US-Dollar pro Aktie. Also das ist was Ulta Beauty in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht hat und sie auch auszeichnet. Kontinuierliches Wachstum. Sie wachsen in einem sehr, sehr umkämpften Markt, in einem hart umkämpften Markt und sind wirklich in der Lage, ihr Geschäft weiterzuentwickeln und vor allem weiter zu wachsen. Und das innerhalb der USA. Das ist wirklich beeindruckend, aber es ist eben, gibt auch immer eine andere Seite der Medaille und auch die möchten wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Was sind die aktuellen Herausforderungen von Ulta Beauty, die ehrlicherweise in den letzten Monaten eher noch zugenommen haben? Aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, doch auch Unternehmen wie Ulta Beauty sind nicht immun gegen Herausforderungen. Schon in den letzten 2 Jahren hat die Aktie und auch das Unternehmen immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Konkurrenz, ist der Wettbewerb vor allem von Sephora, denn Sephora hat eine aggressive Expansionsstrategie ausgegeben, die sie auch vollzogen haben mit ihrem Store-in-Store-Konzept. Und das ging auf. Sephora konnte gut expandieren, hat auch einige Marktanteile, vor allem in den höherpreisigen, in den Prestige-Marken der Ulta Beauty abgeknüpft. Und das hat schon Druck auf das Unternehmen ausgelöst und auch natürlich auf den Aktienkurs. Auch aktuell, seit Jahresanfang sind wir bei Ulta Beauty gut 32% im Minus. Das könnte sich jetzt so ein bisschen lösen, denn Sephora hat ihre Expansion
Inflationsstrategie jetzt erstmal so weit erreicht. Und jetzt wollen sie erstmal schauen, dass die einzelnen Läden, die sie dort aufgemacht haben, profitabel zu machen. Das heißt, von der Seite sollte sich der Druck so ein bisschen abbauen. Und Ulta Beauty hat immer wieder gezeigt, dass sie mit ihrem Store-in-Store-Konzept doch sehr gut und sehr gewappnet sind für solche Situationen, haben sich immer wieder neu erfunden, haben immer wieder das ausgenutzt, dass sie mit ihrem One-Stop-Shop da sowohl in den Prestige-Marken als auch in den Discount-Marken unterwegs sind, immer wieder neue Angebote geschaffen. Und das zeigt schon, dass sie sehr anpassen fähig sind. Und das könnte unter anderem auch ein Grund sein, warum Warren Buffett jetzt hier in das Unternehmen so eingestiegen ist. Wie gesagt, er kauft 699.000 Stücke in einem Umfang von 266,3 Millionen US-Dollar. Und warum er das gemacht hat, das schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an und arbeiten gemeinsam heraus, wie Ulta Beauty zur Strategie von Warren Buffett passt. Ja, Warren Buffett ist bekannt für seine Strategie, in Unternehmen zu investieren, die sowohl einen langfristigen Wettbewerbsvorteil haben, als auch gleichzeitig attraktiv bewertet sind. Und ich glaube, das trifft es bei Ulta Beauty sehr. Ulta Beauty passt eigentlich perfekt in dieses Schema. Die Aktie bekommst du derzeit mit einem relativ niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 12, sogar leicht runter. Und das macht sie natürlich zu einem Schnäppchen. Also Analysten sehen hier ein 12-Monats-Renditepotenzial von beeindruckenden 41,8%. Also das Kursziel liegt etwa bei 466 US-Dollar. Und das in der Kombination, dass sich jetzt so ein bisschen der Druck bei Ulta Beauty lösen könnte, dass man sich einen Wettbewerbsvorteil geschaffen hat, dass so der große Wettbewerb, der große Druck der Konkurrenz erstmal weg ist und die Aktie ja seit Jahresanfang 32% im Minus ist. Wir können da auch noch mal ganz kurz gemeinsam drauf schauen. Das ist die Entwicklung der Aktie der letzten zwei Jahre. Die kommt jetzt natürlich auch in den Fokus vieler Investoren. Bislang war Ulta Beauty eher doch unbekannt, zumindest mal international. Und jetzt durch den Einstieg von Warren Buffett ist man hier natürlich jetzt gleich ganz anders im Fokus. Und auch die Aktie ist direkt angesprungen, als diese Nachricht über den Ticker kam, ist jetzt danach rund 15% im Pre-Market nach oben. Also von dem her, der Fokus wird hier jetzt weiter auf Ulta Beauty liegen. Man sieht immer wieder diese Rückschläge, von denen ich eingangs gesprochen habe, die Ulta Beauty auch hatte. Jetzt wieder dieser Kurssprung und hat jetzt alle Möglichkeiten, hier weiter hochzulaufen, denn Warren Buffett ist eingestiegen. Langfristig hat man doch einen Wettbewerbsvorteil, ist jetzt noch günstig bewertet. Da werden sicherlich noch andere zugreifen. Von dem her eine hervorragende Gelegenheit für langfristig orientierte Investoren wie Warren Buffett hier einzusteigen. Deshalb verwundert mich das überhaupt nicht, dass als die Nachricht rauskam, Ulta Beauty passt perfekt in die Strategie von Warren Buffett. Ja, zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass Ulta Beauty ein Unternehmen ist, das sich in einem herausfordernden Markt jetzt in den letzten Jahren wirklich behauptet hat, hat beeindruckende Wachstumszahlen vorzuweisen und auch die jüngsten Herausforderungen hat man mit Bravour gemeistert. Der Wettbewerb, der zunehmende Druck der Konkurrenz wurde jetzt eigentlich so weit gelöst, dass Ulta Beauty hat auch gezeigt, mit solchen Situationen umzugehen. Gleichzeitig die Zahlen sind gut, die Marktposition von Ulta Beauty ist gut. Gleichzeitig gibt es die Aktie jetzt relativ günstig zu haben. Die Kursaussichten sind hervorragend. Der Gewinnwachstum ist da. Also alles, was perfekt in die Strategie von Warren Buffett passt und vielleicht auch in die Strategie von euch. Das würde mich interessieren. Haltet ihr Ulta Beauty auch für ein Schnäppchen oder gibt es vielleicht Alternativen, die ihr eher zu Ulta Beauty seht? Schreibt es gern in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, ob ihr denkt, dass Warren Buffett hier ein gutes Händchen hatte, ob ihr vielleicht auch euch überlegt, Ulta Beauty jetzt in euer Portfolio mit aufzugeben oder ob ihr vielleicht eine ganz andere Alternative, eine andere Aktie auf dem Schirm habt, die Community bisher noch nicht kennt, die man sich anschauen sollte. Schreibt es in die Kommentare, lasst auf jeden Fall auch ein Abo hier und dann hören wir uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt What's Next?